Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Vetter. Ich bin Präsidiumsmitglied des BPM und Vorsitzender oder Leiter der Fachgruppe Arbeitsrecht im BPM. Habe heute das Vergnügen, Sie im Namen des BPM herzlich willkommen zu heißen. Ich hatte mir vorgenommen, genauso entspannt wie Sie hier in einer Reihe zu sitzen und dem zu hören, was auf dem Podium Ihnen geboten wird. Aber dann auf der Autobahn bekam ich die Mitteilung, dass Herr Sauer aus dringenden und nicht überbrückbaren Gründen leider heute nicht kommen kann. Und deshalb habe ich also die Aufgabe übernommen, Sie zu begrüßen. Ich wünsche uns einen angenehmen und interessanten Abend. Hoffe, dass dieses Forumsthema Werkverträge und Zeitarbeit dann auch von den Diskussionsbeiträgen her sehr belebt wird und wir vielleicht auch den Vertretern der Politik eine bestimmte Richtung mitgeben können, beziehungsweise bestimmte Gedanken mitgeben können. Und dann, damit möchte ich schließen, übergebe an Frau Quadberg, die uns heute durch die Moderation hier begleiten wird. Herr Vetter, wollen Sie an meine linke Seite kommen, dann kann gleich der Herr Stracke noch auf dem anderen Platz sitzen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Vetter, für Ihre einleitenden Worte. Wir sitzen ja heute Abend zusammen unter dem Titel Werkverträge und Zeitarbeit, nötige Flexibilitätspuffer oder Falltüren für die Arbeitnehmerrechte. Und dem wollen wir nachspüren. Ganz interessant ist ja, wenn man sich anguckt, was die Große Koalition bisher gemacht hat. Sie hat bisher buchstabengetreu den Koalitionsvertrag umgesetzt. Und jetzt ist ja die Frage, ob sie das beim Thema Zeitarbeit und Werkverträge auch tun wird. Sollte sie es tun, käme auf die Branche zu, dass die Arbeitnehmerüberlassung begrenzt wird auf 18 Monate, dass es mehr Kontrollen gibt und dass auch die Betriebsräte über Werkverträge besser informiert würden. Allerdings in dieser Woche, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, zeichnete sich im Parlament ab, dass die Unionsfraktion, und die begrüße ich hiermit heute Abend, dass die Unionsfraktion ein wenig auf die Bremse geht, was die Umsetzung sozialdemokratischer Anliegen im Koalitionsvertrag angeht. Beispielsweise hat Frau Hasselfeld bei ihrem Sitzungswochenfrühstück morgens gesagt, dass man erwägen muss, ob man eben solche Projekte nicht ein bisschen nach hinten schiebt angesichts der Konjunktureintrübung, und hat dann ausdrücklich genannt die Frauenquote und eben auch Zeitarbeit und Werkverträge. Wir werden hier auf dem Podium ungefähr ein Viertelstunden bestreiten, dass wir etwa bei 8 Uhr landen. Wenn Sie nachher Fragen oder auch Anmerkungen haben, können Sie das gerne machen. Nach so etwa einer guten halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde werde ich die Diskussion für Sie öffnen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, bitte ich um Handzeichen, auch gerne schon zwischendrin die Handzeichen. Und je mehr Hände ich sehe, desto früher gebe ich Feuer frei für das Publikum. Jetzt möchte ich die Herrschaften hier auf dem Podium vorstellen. Zu meiner linken Seite Herr Vetter, der ja eben schon die Einleitung gemacht hat. Er ist Labor Relations Specialist für die deutschen Unternehmen des US-Chemiekonzerns The Dow Chemical Company. Ja? Dann zu meiner Rechten Frau Heide Franken, Geschäftsführerin Corporate und Social Affairs von der Firma Randstad. Wiederum auf der linken Seite der Bundestagsabgeordnete für die SPD, er ist Markus Paschke. Er ist Berichterstatter der SPD-Fraktion zum Thema Werkverträge. Und gerade noch eingetroffen, Herr Stracke, Stefan Stracke, Obmann der Unionsfraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und an Sie richte ich auch jetzt die erste Frage. Ich hatte ja eben zitiert, was Frau Hasselfeld, Landesgruppenchefin der CSU im Bundestag gesagt hat und angedeutet hat. Ist das so, dass die Union erwägt, angesichts der sich eintrübenden Konjunktur das Thema Zeitarbeit und Werkverträge nach hinten zu schieben? Natürlich ist die wirtschaftliche Situation eine solche, dass wir gerade was die Exportsituation angeht, eine Eintrübung feststellen. Ich glaube, wir müssen auch tatsächlich aufpassen, wo wir die richtigen Weichenstellungen jetzt auch vornehmen werden. Und im Übrigen sind wir als Koalition ja angetreten, 4 Jahre
diese Bundesrepublik hier gemeinsam gestalten zu wollen, mit dem Koalitionspartner SPD zusammen. Und deswegen würde ich da ganz relaxed sagen, wir können über 4 Jahre hinweg die Dinge gemeinsam und wollen die Dinge gemeinsam gestalten. Und dann gehen wir das auch auf diese Zeitachsen an. Und einen Koalitionsvertrag muss man nicht in den ersten 1,5 Jahren abgearbeitet haben. Herr Paschke, da höre ich dann tatsächlich so eine leise Bremsung raus. Was stellen Sie sich denn vor, wann man mit diesem Gesetz an den Start kommen sollte? Also ich muss gestehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass von der Unionsseite da gebremst wird bei dem Thema, weil der Handlungsbedarf ist ja unumstritten da. Wir haben das auch relativ klar geregelt und so ein Koalitionsvertrag ist ja immer etwas, was man abschließt, weil beide Seiten sich auf diesen Kompromiss verständigt haben. Da hat der eine was gegeben, hier der andere und da hat sich niemand vollständig durchgesetzt, sondern wir haben einen Kompromiss gefunden und ich glaube, der Kompromiss, der insbesondere auch bei Leiharbeit und Werkverträgen vorliegt oder bei Zeitarbeit und Werkverträgen, das ist ein Kompromiss, der mit dem man ganz gut leben kann, weil er im Wesentlichen auch die vorhandene Rechtsprechung umsetzt und nochmal klarstellt und vieles eindeutiger macht, wo heute auch viele Unternehmen Probleme haben, halt Rechtssicherheit zu haben. Vielleicht noch in einem Satz beantwortet die Frage, können wir denn eher 2015, 16 oder 17 mit einem solchen Gesetz rechnen? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja beide im Ausschuss Arbeit und Soziales und dieser Ausschuss ist sehr, sehr aktiv. Wir haben schon jetzt ganz viele Gesetze auf den Weg gebracht. Wir sind dabei, jetzt die nächsten vorzubereiten. Und ich würde aber vermuten, dass wir im nächsten Jahr auch über das Thema Zeitarbeit und Werkverträge reden werden. Wir werden auf jeden Fall gemeinsam den richtigen Zeitpunkt finden. Okay. Herr Vetter, können Sie vielleicht eingrenzen, unter welchen Umständen die Flexibilität am Arbeitsmarkt durch Zeitarbeit und Werkverträge unabdingbar ist? Ja, es gibt verschiedene Konstellationen, die dazu führen, dass man eine Flexibilität braucht. Einer der Punkte, und das hört man ja nun in diesen Tagen immer häufiger, ist natürlich das, was uns jetzt an konjunkturellen Entwicklungen erwartet. Die Unternehmen werden vorsichtiger. Und brauchen dann eben, bevor sie sich wie in der Vergangenheit, was auch dem Arbeitsmarkt zugute kam, dafür entschieden haben, Mitarbeiter einzustellen, natürlich eine gewisse Flexibilität, um jetzt abzuwarten, wie jetzt wirklich dann die Zukunft aussieht. Man muss ja nur auch nicht davon ausgehen, dass alles nur ganz furchtbar wird, aber zumindest ist ja eine gewisse Abbremsung zu spüren, eine gewisse Verhaltenheit und dem muss man Rechnung tragen. Deswegen sehen wir aus der Unternehmenssicht es als notwendig an, dass praktikable Lösungen zur Leiharbeit gefunden werden. Man muss natürlich davon ausgehen, es gibt den Koalitionsvertrag, das kann man auch nicht zurückdrehen. Aber wenn dann eben auf diesen Feldern gehandelt werden soll, dann kann man sagen, muss bei der Leiharbeit etwas Praktikables passieren und es muss vor allen Dingen auch in nicht allzu weiter Ferne etwas passieren, weil die Unsicherheit doch jetzt relativ groß ist. Als Beispiel werden die 18 Monate anders bezogen oder werden sie eben dann Leiharbeitnehmer bezogen. Bei den Werkverträgen ist meine persönliche Meinung die, dass man dort sich sehr viel Zeit lassen kann, weil ich aus Unternehmenssicht auch überhaupt gar keinen Handlungsbedarf sehe. Wenn man es knapp zusammenfasst, es liegt wohl eher daran, dass zu wenig Kräfte da sind, die Einhaltung der richtigen Regeln zu überwachen, als dass die Regeln unklar sind. Die Rechtsprechung hat nun in der letzten Zeit das Ihrige dazu getan, dass vieles unklar wurde. Aber wenn man mehr Überwachungsmöglichkeiten hätte, bin ich davon überzeugt, würde es auch anders laufen. Wobei wir auch immer noch nicht wissen, was jetzt tatsächlich prozentual richtig und falsch läuft. Bevor wir uns in die Details vertiefen, was möglicherweise kommen könnte, würde ich Frau Franken gerne fragen, was wäre denn aus Ihrer Sicht das Bessere? Man sollte das Gesetz jetzt möglichst rasch machen, damit die Unternehmen Sicherheit haben oder angesichts der Konjunktureintrübung sollte man das Vorhaben einfach ein bisschen schieben, vielleicht um 1 oder 2 Jahre? Ja, also die Konjunktureintrübung, die kann ich bestätigen, das merken wir auch bei unseren Kunden.
Aus unserer Sicht ist es natürlich, so weit wie möglich rauszuschieben. Weil wir sehen, insbesondere was das Thema Equal Pay, also die gleiche Bezahlung nach 9 Monaten, die der Koalitionsvertrag ja vorsieht, den Handlungsbedarf vom Gesetzgeber nicht. Sondern die Zeitarbeit ist eine eigenständige Branche, sehr stark geregelt. Kaum eine andere Branche ist so stark geregelt. Sie hat einen Tarifvertrag, der von weit über 90% der Unternehmen angewandt wird. Sie hat Branchenzuschläge verabschiedet in den letzten Jahren, die nahezu Equal Pay in 11 Branchen, also ich will damit sagen, ohne in die Details zu gehen, wir sehen den Handlungsbedarf bei dem Thema schon mal gar nicht. Und was die Öffnung, was die höchste Überlastungsdauer angeht, da finden wir die 18 Monate sehr schwierig. Wenn sie über alle Branchen hinweg wie ein Einheitskamm gesetzt werden würden. Aus unserer Sicht gibt es Branchen, die wesentlich längere Einsatzzeiten brauchen. Automobil ist so eine. Und es gibt Branchen, die weniger brauchen. Und insofern würden wir da gerne Öffnungsklauseln sehen. Also ein Handlungsbedarf hier und jetzt und schnell, den sehen wir nicht. Vielleicht noch eine Frage angeschlossen aus Ihrer Sicht. Wie wichtig ist denn die Zeitarbeit so ganz grundsätzlich für die Konkurrenzfähigkeit des Landes? Und inwieweit würde durch ein solches Gesetz, das die Zeitarbeit natürlich weiterhin möglich macht, aber eben weitere Grenzen setzt, der Arbeitsmarkt oder die Flexibilität tatsächlich betroffen werden? Ja, ich glaube, die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie wichtig die Zeitarbeit ist. Nach der Hartz-Reform hat es ja einen ziemlichen Boom in der Zeitarbeit gegeben. Die Flexibilisierung hat dafür gesorgt, dass die Arbeitslosigkeit unter anderem auch sehr stark, insbesondere im Langzeitarbeitslosenbereich, im Niedriglohnbereich hinunterging, mit Hilfe auch der Zeitarbeit. Also gerade in einer enger werdenden Konjunktur ist es für die Unternehmen ja von immenser Bedeutung, sich flexibel aufstellen zu können. Was wichtig ist, ist, wie bekommt man die Balance hin zwischen dem Flexibilisierungsbedürfnis der Unternehmen und dem verständlichen, wie ich finde, Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer. Das ist immer die Herausforderung, die hier zu beantworten ist. Aber die Flexibilisierung oder die Flexibilität, die brauchen die Unternehmen dringend. Jetzt mehr denn je. Herr Paschke, die Frau Franken hat gerade angesprochen, dass es sinnvoller wäre, wenn man bei der Begrenzung der Arbeitnehmerüberlassung stärker nach Branchen differenzieren würde und nicht allen sozusagen diese 18 Monate geben. Sind Sie da gesprächsbereit? Wir haben ja im Koalitionsvertrag zwei Sachen vereinbart, nämlich den Grundsatz der 18 Monate. Und den halte ich auch für richtig, weil Gesetze müssen immer klar und einfach und leicht verständlich für jeden sein. Und wir haben da drin definiert, auch im Koalitionsvertrag ja schon, eine Öffnungsklausel, die es den Tarifvertragsparteien erlaubt, für bestimmte Branchen, für bestimmte Bereiche, wo es notwendig ist, individuelle Lösungen auch darüber hinaus zu finden. Ja, und ich glaube, das ist ja eigentlich genau das, was auch benötigt wird. Und ich bin immer überzeugt, dass die Tarifvertragsparteien am besten wissen, was in einer Branche nötig ist. Das können wir als Gesetz von der Politik her immer schlecht jeden Einzelfall regeln. Ne? Und wenn wir diese Möglichkeit haben, dann glaube ich, wird das auch für die Zukunft handhabbar. Herr Stracke, sehen Sie das genauso? Also diese höchste Überlassungsdauer von 18 Monaten, die ja im Koalitionsvertrag benannt ist, hat ja auch den Hintergrund, diesen doch etwas unbestimmten Rechtsbegriff, der da ist, zu definieren und zu bestimmen, um damit auch der Rechtsprechung in dem Bereich Rechnung zu tragen, durch die Öffnungsklausel, die ja genauso vorgesehen ist, wie der Kollege Paschke formuliert hat, können wir dann die notwendigen Flexibilitäten in den einzelnen Branchen meines Erachtens nach auch gut sicherstellen. Und genau das sollte man natürlich auch tun. Zeitarbeit ist immer ein Flexibilisierungsinstrument und bietet vor allem auch denjenigen, die gering qualifiziert sind, die arbeitslos waren, die Möglichkeit, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und deswegen sollten wir auch darauf achten, dass wir dieses Instrument, das wichtig ist, aus diesen beiden Gesichtspunkten heraus, dass wir das auch nicht kaputt machen. Und deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag darauf geachtet, dass wir dies an diesen Stellen, die wir jetzt ja wahrscheinlich auch diskutieren werden, Equal Pay und weiteres, dass wir da eben dieses Instrument erhalten werden. Aber Missbrauch
eben auch bekämpfen wollen. Ich glaube, da sind wir uns allgemein auch der Meinung. Das gilt auch für den Werkvertrag im Übrigen. Herr Vetter, bei den Plänen, die sich im Koalitionsvertrag zeigen, die die Herren jetzt vortragen, würden Sie sagen, dass damit auch der Wunsch oder die Vorgabe erfüllt ist, dass man das flexible Instrument Zeitarbeit nicht kaputt macht? Ja, wenn man die Statistik bemüht, dann ist es ja wohl so, dass die meisten Leiharbeitsverhältnisse nicht länger als 9 Monate dauern oder dass der Durchschnitt in etwa bei 9 Monaten liegt. So gesehen würde das in der Tat natürlich dann, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht änderten, den Markt, Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassung jetzt nicht beeinträchtigen. Aber in der Tat, es muss eben dafür gesorgt werden, und das war ja bislang nicht dadurch möglich oder nicht notwendig, dass man dann noch Dritte, also auch Tarifvertragsparteien mit im Boot hatte, dass man eben bei darüber hinausgehenden Fristen auch tatsächlich so etwas umsetzen kann. Weil es gibt die Projekte, es gibt Projektarbeit, die länger dauert. Das muss eben auch bleiben. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, rein von dem Zeitmoment her gesehen. Frau Franken, es ist klar, es gibt in der Zeitarbeitsbranche wie überall gibt es auch schwarze Schafe. Und im Zweifelsfall leidet dann auch eine ganze Branche darunter, wenn man denen das Handwerk legen möchte. Was ist denn Ihre Einschätzung? Reichen bessere Kontrollen, um denen auf die Schliche zu kommen und denen das Handwerk zu legen? Oder muss das Gesetz an dem Punkt dann einfach doch schärfer werden, damit Missbrauch weniger möglich ist? Also zum Gesetz habe ich ja schon mal was gesagt. Ich denke, es müssen Kontrollen her, deutliche Kontrollen. Das ist übrigens auch ein Punkt. Die Zeitarbeitsbranche arbeitet nach dem Arbeitnehmerüberlastungsgesetz. Und das Arbeitnehmerüberlastungsgesetz sieht Lizenzpflicht vor. Also ein Zeitarbeitsunternehmen braucht eine Lizenz, damit es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überlassen darf. Und natürlich sollte diese Lizenz auch überwacht werden und überprüft werden. Und da sehen Sie wieder ein Regelwerk, was ich habe ja eben einige Beispiele genannt, das ist ein weiteres und das ist aus unserer Sicht auch richtig. Ja, ich habe gesehen, was in anderen Ländern passiert, wo keine Lizenz mehr ist. Die hätten sie gerne heute wieder. Ja, also die Niederlande zum Beispiel. Also eine Überwachung halten wir für sehr, sehr wichtig und richtig. Auch was die Einhaltung des Tarifvertrages angeht, ist auch wichtig, das zu kontrollieren, damit auch das Image der Branche sich verbessert. Weil leider orientiert sich ja ein Image auch immer an dem schwächsten Glied einer Kette, wie immer im Leben. Ne? Herr Stracke, nun ist es so, dass Kontrollen bestimmt etwas Gutes sind, aber sie sind deshalb immer schwierig, weil dafür muss Personal eingestellt werden. Das heißt, sie verursachen Kosten. Sehen Sie denn die Chance, dass, wenn man sagt, man möchte die Kontrollen verbessern, dass man ja genug Mittel einsetzen kann, dass das eben auch funktioniert und man wirksame Kontrollen bekommt? Also zunächst einmal, glaube ich, ist festzuhalten, dass das, was ja auch im Laufe der Jahre passiert ist, gerade im Rahmen der Zeitarbeit, ich denke hier an die Lohnuntergrenze beispielsweise, ich denke hier an den Branchenzuschlag, der ja auch mit Druck auch der Politik hin ja durchaus jetzt ein Modell ist, wo man sagen kann, wir sind jetzt hier zu einem sachgerechten Entlohnungsmodell gekommen, auch in diesen Bereichen. Dass diese Entwicklungen zunächst einmal positiv sind. Und das muss man auch immer sehen, was sich da schon getan hat. Und ich denke, im Bereich des Mindestlohns haben wir ja durchaus auch gezeigt, mit entsprechenden Stellenmehrungen, dass wir hier auch die Dinge kontrollieren wollen. Es nutzt nichts, ein Gesetz zu machen, das dann auch auf der anderen Seite nicht entsprechend kontrolliert wird. Und deswegen sehe ich dem allem auch optimistisch entgegen, was dann unter Umständen im Bereich des Zolls oder in anderen Bereichen, wo dann unter Umständen noch Nachholbedarf sein sollte. Das ist dann alles eine Frage natürlich auch des Bundesfinanzministers. Dürfen wir uns auch nichts vormachen und sehen, was ist da tatsächlich möglich. Wie können wir gewisse Handlungsabläufe noch effektiver gestalten in einzelnen Behörden. Das muss man dann genauer nochmal sich anschauen. Und so sieht man dann dem auch entgegen, was da anstehen sollte. Herr Paschke, wer müsste denn dann eigentlich kontrollieren? Wäre das eine Angelegenheit der Länder? Müsste das der Bund machen? Also wie könnte denn das Gesetz an dieser Stelle konkret ausgestaltet werden? Also ich
glaube, wir haben ja in den letzten Jahren den Zoll als eine der wesentlichen Behörden aufgebaut, die solche Kontrollerfahrungen hat, die solche Sachen auch machen kann. Und ich glaube, da wäre das auch ganz gut angesiedelt. Zurzeit ist es ja bei den Regionaldirektionen der Agentur für Arbeit angesiedelt. Und das ist natürlich in einem Bereich, der eigentlich eine völlig andere Aufgabe hat, nämlich die Vermittlung von Arbeitslosen und nicht die Kontrolle von Leiharbeitsgenehmigungen und so. Ne? Und von daher macht es Sinn, das da anzusiedeln, wo die Erfahrung ist, wo auch die Kompetenz ist, solche Kontrollen zu machen. Wie hoch schätzen Sie überhaupt das Missbrauchspotenzial in der Branche ein? Können Sie das beziffern? Ach, das kann man immer schlecht sagen. Das Problem ist, dass es viele seriöse Unternehmen gibt in der Branche, aber auch leider viele, die nicht seriös arbeiten. Und ich unterhalte mich ja auch im Wahlkreis sehr häufig mit Geschäftsführern aus Leiharbeitsunternehmen. Und die meisten sagen mir, wenn wir ehrlich sind, so ein Riesenproblem haben wir damit nicht, mit den beabsichtigten Gesetzesänderungen. Aber das sind dann auch die seriösen Firmen, die auch bisher nicht dauerhaft über Jahre hinweg an ein einziges Unternehmen verleihen. Also ich kenne bei uns Unternehmen in Ostfriesland, die arbeiten seit 7 oder 8 Jahren, sind von knapp 100 Beschäftigten nur 5 eigene. Der Rest ist über Leiharbeit da. Ne, und das sind immer die gleichen, nicht, dass sie wechseln. Ne, und das sind so Missbrauchsfälle, die müssen wir einfach angehen. Die müssen wir einfach bekämpfen. Und das sind ja auch nicht die seriösen Firmen, die das in der Regel machen. Das hilft, glaube ich, auch denjenigen, die seriös arbeiten in der Branche, wenn wir die schwarzen Schafe damit treffen und aussortieren können. Herr Vetter, ist das so, dass das den seriösen Unternehmen hilft, wenn jetzt Gesetze gemacht werden, die dann die schwarzen Schafe aussortieren sollen? Oder Sie haben eben schon gesagt, Sie sind der Meinung, dass es da nicht unbedingt einer gesetzlichen Regelung bedarf? Oder ist der Schaden größer als der Nutzen? Also, wenn ich mir diese Diskussion ansehe, jetzt nicht hier, sondern generell um diese Thematik, dann habe ich nicht den Eindruck, dass an der Abwicklung von Leiharbeitsverhältnissen so viel falsch ist, dass man hier irgendeine Veränderung benötigt. Auch wenn man mit den Betriebsräten spricht, auch wenn man das eigene Unternehmen sieht und andere Unternehmen, die man kennt, dann wissen wir ja alle, dass Leiharbeit heute schon von einem hohen Einbindungsgrad besetzt ist. Der Betriebsrat hat zuzustimmen, die Leiharbeitnehmer sind namentlich, der Einstellung zuzustimmen, die Leiharbeitnehmer sind namentlich zu benennen. Er hat das Recht, sich die entsprechenden Unterlagen anzusehen, die Verträge, die Lizenz muss vorgelegt werden, etc. etc. Ich persönlich kenne, ehrlich gesagt, überhaupt gar keinen einzigen Fall, wo man sagen kann, hier ist etwas an den administrativen Abläufen schiefgegangen. Für mich ist diese ganze Diskussion, was die Leiharbeit betrifft, getragen von dem Grundgedanken, dass man die Stammbelegschaften wieder stärken oder auch vergrößern will. Und es gibt nun mal den Grundsatz, dass ein Unternehmen entscheiden kann, ob es eben zunächst mit eigenen oder mit fremden Kräften oder mit freien Kräften seinen Betriebszweck erfüllen will. Und ich habe häufig den Eindruck, dass eben sehr schnell dann Unternehmen und Verhältnisse in eine dunkle Ecke gestellt werden, wenn sie sich eben nicht in einem hohen Maße der Stammbelegschaft bedienen. Also nochmal zusammengefasst, aus den Abläufen heraus, aus der Einbindung auch der Betriebsräte in die Einstellung von Leiharbeitnehmern, die Überwachung, die Zuständigkeit im Entleiherbetrieb, habe ich noch keine einzige Klage und kein einziges Problem gehört. Es sind immer nur die anderen Diskussionen, können wir das nicht mit eigenen Leuten machen. Das ist, glaube ich, der Haupttreiber dieser gesetzlichen Änderungen, die auf uns zukommen sollen. Ich glaube, das Problem ist nicht in den Betrieben, wo es Betriebsräte gibt, sondern das Problem ist insbesondere in den Betrieben, und das ist die Mehrzahl der Betriebe, wo es sie nicht gibt. Und natürlich, also ich sage mal, in großen Betrieben mit Betriebsräten, da kenne ich auch relativ wenig Probleme. Da berichten mir die Betriebsräte auch in der Regel, das läuft, das haben sie mittlerweile, haben sie da einen Überblick und haben da auch im Zweifel, wenn es schief läuft, die Hand drauf. Aber da, wo sich diejenigen tummeln,
die da auch nicht ordentlich mit umgehen in der Branche. Das sind meistens aber in Betrieben, da gibt es keine Betriebsräte, da gibt es keine Sozialpartnerschaft, sondern da läuft das auf anderer Ebene. Ja, aber nur ein Satz dazu. Ich meine, das Gewerberecht haben wir ja. Und die entsprechenden Erlaubnisbehörden haben die Möglichkeit zu kontrollieren und haben dann auch die Möglichkeit, Dingen nachzugehen, wenn sie der Meinung sind, dass hier irgendetwas nicht richtig funktioniert, jemand beispielsweise Arbeitnehmerüberlassung betreibt, ohne überhaupt das bei den Behörden gemeldet zu haben. Da habe ich auch nicht den Eindruck aus den letzten Jahren heraus, dass da an irgendwelchen Ecken in unserer Republik gesagt wurde, also hier läuft was komplett schief, die können sich alle an uns vorbei bewegen und bauen da Scheinwelten auf, die nicht von behördlichen Erlaubnissen getragen sind. Ich meine, dann hätten Sie recht, dann könnte man vielleicht sagen, klar, da wo keine Betriebsräte sind, fehlt dieses Regulativ der Überwachung. Aber dann müsste es ja so trotzdem so sein, dass wir mehr mitbekommen hätten, so ist meine Annahme, dass eben Dinge hier tatsächlich völlig illegal betrieben werden in diesem Sektor. Und den Eindruck habe ich nicht. Ja doch, also das sehen wir ja an den Urteilen, an den Gerichtsurteilen, die wir von Arbeitsgerichten, Landesarbeitsgerichten oder auch vom Bundesarbeitsgericht in den letzten Jahren, brauchen wir uns nur die von den letzten Jahren anschauen, in der Frage haben. Also da ist schon, und wir wissen beide, das ist doch nur die Spitze des Eisberges, was überhaupt vor Gericht kommt. Und wir wissen beide, da gibt es Missbrauch, insbesondere auch im Zusammenspiel Leiharbeit, Werkverträge. Und das sind Bereiche, die müssen halt reguliert werden. Wir wollen ja nicht die Flexibilität abschaffen. Das will keiner. Ne, sondern wir wollen den Missbrauch, der da betrieben wird, der muss bekämpft werden. Und das ist, glaube ich, ein Ziel, das ist im Sinne aller, das ist auch in Ihrem Sinne, würde ich das so sehen, weil das letztendlich für Sie, wo Sie sich in Ihrem Unternehmen da gesetzeskonform verhalten, ja auch Nachteile im Wettbewerb bringt, wenn Sie einen Mitbewerber haben, der das nicht tut. Frau Franken, sagen Sie mal, aus der Praxis, wird im Moment schon genug kontrolliert? Fühlen Sie sich hinreichend kontrolliert? Ja, also das ist natürlich jetzt für mich sehr schwierig. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit andere Unternehmen kontrolliert werden. Das teilen die mir leider nicht mit. aber was ich höre, wird kontrolliert. Ich kann sagen, das Unternehmen Randstad wird kontrolliert. Also wenn Sie jetzt, also das ist schon so, wir haben ja nur eine Lizenz, eine unbefristete, wir sind seit 1968 in Deutschland auf dem Markt, seit 1960 gegründet, also auch nicht gerade seit gestern. Wir haben schon sehr lange den Betriebsrat, wir können im Unternehmen Randstad nicht machen, was wir wollen, wenn Sie vielleicht auch hier so den Eindruck ein bisschen erwecken wollen, Herr Paschke. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben 60 freigestellte Betriebsräte auf der Basis unserer 63.000 Mitarbeiter. Also wenn Sie jetzt Randstad fragen, inwieweit andere kontrolliert werden, kann ich schwer beantworten. Bei uns gibt es Kontrollen, sowohl von der Bundesagentur für Arbeit und ab und zu auch vom Zoll. Das gibt es. Das sind auch teilweise Routinekontrollen. Das sind nicht, Gott sei Dank nicht immer Anlässe. Ab und zu ist auch mal ein Anlass. Dann hat sich ein Mitarbeiter beschwert und dann wird dem, es ist eine Anlassüberprüfung, dann wird dem nachgegangen und wenn das falsch ist, korrigieren wir das. Ich teile aber die Auffassung, das habe ich aber versucht eben auch schon mal zu sagen, dass die Kontrollen, wenn wir jetzt vielleicht nicht so lange über Kontrollen sprechen, aber es hat ja gar keinen Sinn, wenn Regelungen festgestellt werden oder festgelegt werden, egal in welchem Bereich, wenn sie nicht kontrolliert werden, dann weiß ich nicht, wofür die Regelungen sind. Also insofern ist das wichtig, wenngleich ich auch nicht finde, dass man das jetzt nun übertreiben soll. Ich sagte zu Beginn, die Branche ist enorm reguliert und im Vergleich zu anderen Branchen, das sehe ich schon so. Und aber wenn man nicht kontrolliert, dann weiß man auch gar nicht, was in einer Branche vor sich geht. Also insofern finde ich das richtig, aber es sollte auch in einem normalen Maß sein, so wie es in anderen Branchen mit anderen Feldern auch ist. Herr Stracke, wie sehr sind Sie denn innerlich davon überzeugt, dass man eben verschärfte Kontrollen braucht? Oder ist es bei Ihnen eher so, wie das in der Politik ja manchmal auch ist, dass Sie sagen, naja gut, es steht im Koalitionsvertrag und wir haben diese Regelung vereinbart und wir werden es machen. Das haben Sie eben am Anfang der Debatte so ein bisschen angedeutet zu diesem Gesetzesvorhaben. Oder würden Sie auch aus innerer Überzeugung und auch aus Ihrer Einschätzung sagen, das muss sein? Also wir haben uns auf einige Schwerpunkte verlegt und gesagt, hier sehen wir noch Veränderungsbedarf in einem Bereich, wo sicherlich schon sehr viel passiert ist. Und insofern sehe ich das jetzt nicht als das zwingende Schwerpunktthema, dass wir im Bereich der Kontrolle noch hier viel, viel mehr tun müssten.
gerade was die Zeitarbeit insgesamt angeht. Ich hatte vorher das Beispiel des Mindestlohns genannt gehabt, wo wir gesagt haben, wenn wir ein Gesetz machen, dann müssen wir auch natürlich im entsprechenden Maße auch für die Kontrolle sorgen. Aber ich glaube, dass hier diese Dinge sich jetzt über die Jahre hinweg gut eingependelt haben. Ich würde gern mal schwenken, noch ein bisschen stärker auf das Thema Werkverträge. Die Zuständigkeit für Werkverträge liegt in der Regel ja in den Einkaufsabteilungen und nicht in den Personalabteilungen. Frage, also werden die dann zu sehr unter rein kaufmännischen Gesichtspunkten geschlossen und wäre es ganz gut, wenn da einfach die Personaler rangingen bei diesem Thema? Das ist zumindest in Teilen so gewesen, dass wenn der Einkauf alleine zuständig war und diese Verträge abgeschlossen hat, das Personalwesen recht wenig oder nichts damit zu tun hatte. Aber das Bild hat sich langsam gewandelt, weil eben auch dieses Thema mehr und mehr bei Betriebsräten angekommen ist mit zunehmendem Outsourcing. Und dann war natürlich auch wieder die Personalabteilung mit im Spiel, weil dann die Zuständigkeit für die Diskussionen darüber, ob die Dinge nun richtig oder schief laufen im Unternehmen, zwischen diesen beiden Funktionen, also Betriebsrat und Personalabteilung, im Detail besprochen werden. Der Einkauf ist natürlich auch mit dabei. Also ich glaube, dass sich da ein Wandel vollzieht, der eben auch mit der immer größer werdenden Politisierung dieses Sachverhalts derzeit zu tun hat. Herr Paschke, wie sehen Sie das? Ein Vorhaben der Großen Koalition ist ja, den Betriebsräten da noch mehr Macht zu geben, im Sinne von, dass sie eben noch besser informiert werden müssen über das, was das Unternehmen an Werkverträgen schließt. Wird das so kommen, diese Regelung? Ja, weil bisher haben die Betriebsräte keinerlei Informationsrechte, was Werkverträge angeht. Das muss man nämlich mal klarstellen. Es gibt natürlich in Firmen wie Dow Chemical oder sowas eine gelebte Sozialpartnerschaft, die da anders handelt. Aber die Betriebsräte haben überhaupt kein Recht, keine Möglichkeit bisher, wo es sie gibt, Informationen über Werkverträge zu bekommen. Und das müssen wir dringendst regeln, dass die Betriebsräte zumindest da, wo auf dem Betriebsgelände auch aktiv Werkvertragsunternehmen werden, dass die Betriebsräte da ein starkes Informationsrecht haben. Und wie könnte dann die Konsequenz in der Praxis aussehen? Also wenn die Betriebsräte besser informiert sind, was für eine Handhabe gibt es denn dann, wenn die sagen, da werden Werkverträge abgeschlossen, die als solche eigentlich nicht angezeigt sind? Ja, wenn der Betriebsrat die Möglichkeit hat, festzustellen, dass es Werkverträge abgeschlossen werden, die gar keine sind, weil tatsächlich verdeckte Arbeitnehmerüberlassung stattfindet und die Personen eingegliedert sind, ganz normal im Betrieb und so weiter, dann hat er natürlich die Möglichkeit, da auch über seine jetzigen Rechte, über § 99 etc. einzuschreiten. Na, aber dazu braucht er erstmal die Informationen und deswegen müssen wir sie ihm geben. Herr Stracke, wie beurteilen Sie das Thema? Ist das notwendig, dass die Betriebsräte da einfach ein Informationsrecht bekommen? Na gut, hier ist ja der Koalitionsvertrag, benennt ja dieses Thema. Ich habe Sie jetzt nach Ihrer Meinung gefragt, nicht nur nach dem Koalitionsvertrag. Das hatten wir ja erwähnt, dass das da drin steht. Ja, Sie würden mir ja mit unterstellen, dass ich von dem Koalitionsvertrag eine andere Meinung hätte, von dem, was wir uns da hätten. Nee, das unterstelle ich Ihnen nicht, aber es gibt in der großen Koalition ja durchaus auch da manchmal unterschiedliche Meinungen, wie und wann was umgesetzt wird. Ja. So ist es. Also insofern diese Unterrichtungs- und Informationsrechte, so haben wir uns vereinbart in diesem Bereich. Und der Werkvertrag als solcher ist ein klassischer Bestandteil unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Hat sich bewährt als Werkvertrag. Es besteht auch überhaupt kein Grund, hier irgendwas einschränken zu wollen. Auch was die Dispositionshoheit und die Entscheidungshoheit des Unternehmens betrifft, wie ich meine Arbeitsabläufe gestalte, das sollte so bleiben, wie es natürlich bislang von den Regelungen her ist. Und mehr ist nicht vorgesehen und von mehr halte ich auch nichts. Herr Vetter, in einer arbeitsteiligen Welt werden wir in Zukunft möglicherweise noch sehr viel mehr Werkverträge bekommen. Ist das notwendig?
Es kann durchaus sein, weil an der einen oder anderen Stelle sieht man eben, dass jetzt zunehmend, wie es so schön heißt, eine Besinnung auf die Kernkompetenz stattfindet. Und das bedeutet, dass in bestimmten Randbereichen des Hauptzwecks des Unternehmens dann in der Tat ab und zu beobachten ist oder in letzter Zeit zu beobachten ist, dass es da Entwicklungen gibt, das dann eben nach außen zu geben. Das müssen nicht nur Werkverträge sein, es könnten auch theoretisch Dienstleistungsverträge sein, die aber hier für unsere Diskussion, glaube ich, nicht einer Unterscheidung bedürfen. Ich wollte nur noch mal eins kurz anmerken. Also das ist ja nicht ganz richtig, dass der Betriebsrat heute machtlos dasteht und kein Einblicksrecht in Unterlagen hat. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, und das wird seit Jahren ja auch so gelebt, dass ohne irgendeine Begründung auf ein einfaches Verlangen des Betriebsrats die Werkverträge vorzulegen sind, damit der Betriebsrat prüfen kann, ob alleine aufgrund der Verträge eben dieser Sachverhalt, den Sie angesprochen haben, des 99 erfüllt ist, also an sich dann eine Eingliederung stattfindet und der Betriebsrat hätte um Zustimmung gebeten werden müssen. Natürlich, wenn man das ins Gesetz reinschreibt, dann könnte man auch von Seiten der Wirtschaft her damit leben, weil es nur das abbildet, was eben Rechtslage ist. Und wenn der Betriebsrat nun in der Tat feststellt, dass hier eine Eingliederung stattgefunden hat, solche Verfahren gibt es ja, dann kann er ja nach 101 Betriebsverfassungsgesetz beim Arbeitsgericht die Entfernung dieser Person aus dem Betrieb beantragen, beziehungsweise die Rückgängigmachung der personellen Maßnahmen, so muss ich genau sagen. Also es ist nicht so, dass der Betriebsrat heute ohne Schwerter dasteht. Paschke, Sie wollen direkt antworten, gerne. Ja, gut, das ist leider nicht ganz so klar entschieden vom Bundesarbeitsgericht. Und das haben wir ja immer wieder in den Betrieben. Also ich rede ja sehr, sehr häufig mit unterschiedlichsten Betriebsräten. Ich sage mal, bei einigen großen Automobilbauern, da gibt es kein Problem. Ne? Bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Bei 100 anderen Betrieben auch bei mir im Wahlkreis und so, da gibt es Teufel. Da müssten die Betriebsräte jeden einzelnen Vertrag vom Arbeitsgericht einklagen, damit sie Einsicht nehmen können. Und das muss man sich doch mal vorstellen, was das auch für das Verhältnis zwischen Arbeitnehmervertretung, also Betriebsräten und Unternehmen angeht. Das kann ja nicht gewollt sein, dass wir da Konflikte produzieren, sondern ich glaube, da ist es sinnvoller, eine einfache, klare Klarstellung zu machen, sodass jeder weiß, woran er ist, und dann kann man das auch einfacher handeln. Wo ich bei Ihnen jetzt Einigkeit sehe, ist durchaus bei der Tatsache, dass der Betriebsrat informiert sein soll. Da habe ich Sie richtig verstanden. Also Herr Vetter, würden Sie denn dann sagen, dass das dann auch unschädlich ist, wenn man das eben gesetzlich regelt, dass er informiert sein muss? Nein. Also das, glaube ich, ist für weite Teile der Wirtschaft überhaupt gar kein Problem, weil nochmal, also in größeren Unternehmen und auch da, wo eine hohe Aufklärungsrate besteht, wird das heute schon so gehandhabt. Gehört im Übrigen auch ohne irgendeine gesetzliche Rechtsprechung dann zum guten Ton, dass man sich darüber austauscht und auch informiert, wenn die Verhältnisse, was ja zum Glück bei den meisten Unternehmen der Fall ist, zwischen den Betriebsparteien gut sind. Also damit hätte ich kein Problem. Das ist ja interessant, dass man den Punkt dann zumindest rausgearbeitet hat. Herr Stracke, Sie wollte ich noch fragen, an dem Punkt weiter, wie Sie die Zukunft der Werkverträge sehen. Also Sie hatten ja das eben auch das positiv intoniert, dass Sie gesagt haben, das ist eben ein wichtiges Instrument und auch ein ganz normales Instrument unserer arbeitsteiligen Welt. Denken Sie, dass man da auch noch eine gewisse Expansion kriegt und dass das auch durchaus gewünscht ist, je nachdem, wie diese Verträge gestaltet sind und wie dann eben auch die Behandlung der Menschen ist, die arbeiten unter diesen Verträgen? Ich glaube, dass sich hier durchaus eine sehr klare Praxis herauskristallisiert hat. Zum einen, was die Rechtsprechung zu dem Bereich angeht. Zum anderen haben wir ja die Möglichkeit der Statusfeststellung des Einzelnen schon. Also von daher ist der Werkvertrag eigentlich schon sehr, sehr klar. Und auch hier, was die Frage des Missbrauchs angeht, wenn das Dienstleistung ist unter dem Deckmantel von Werkvertrag, da ist das auch sehr schnell und klar regelbar und wird ja schon so gesehen. Und ansonsten, ja, was die Entwicklung angeht, ich hatte erst vor kurzem mal ein Gespräch bei mir eines Unternehmens aus meinem Wahlkreis, das sich dann beispielsweise Fachexpertise im IT-Bereich durchaus herbei und hineingeholt hat zur Entwicklung seiner Produkte im Maschinenbau. Und da zeigt sich, dass dieses Werkvertragselement tatsächlich ein wirklich
Gutes ist, weil ich dadurch hier hohen Sachverstand auch an mein Unternehmen heranführen kann, Produkte hoch innovativ weiterentwickeln kann. Also dann ist der Werkvertrag hier durchaus, macht sehr, sehr viel Sinn. Und darauf sollten wir auch immer eingehen und nicht immer meinen Werkvertrag, das ist etwas Böses. Da werden nur Arbeitnehmerrechte ausgehöhlt, sondern es hat durchaus viel Sinn in diesen Bereichen, um auch unsere Produkte weiterentwickeln zu können. Frau Franken, welche Bedeutung messen Sie den Werkverträgen bei? Ja, ich kann mich ja nur meinen Vorrednern anschließen. Also es ist ja nun ein uraltes Instrument, ein akzeptiertes Instrument und ein auch dringend notwendiges, auch um entsprechendes Know-how, was Sie ja gerade ausgeführt haben, einzukaufen. Also das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir hier nicht an ein erfolgreiches Instrument so drehen, dass es kaputt gemacht wird. Ich habe aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht den Eindruck, dass das vorgesehen ist. Und nun, ich bin hier nicht so ganz der Experte für Werkverträge, sondern eher für die Zeitarbeit. Aber was die Flexibilisierung angeht, sind es ja nun beides sehr, sehr wichtige Instrumente, die gerade, wenn eine Wirtschaft strauchelt, von enormer Bedeutung sind. Und insofern muss man mit sehr, sehr großer Vorsicht an Regulierungen gehen, auch bei Werkverträgen. Herr Paschke, es gibt ja auch Scheinwerkunternehmen, die vorauseilend eine Arbeitnehmerüberlassung einholen. Und das ist dann schwierig, die zur Rechenschaft zu ziehen. Denken Sie, dass das ein Schlupfloch ist, das geschlossen werden muss? Naja, auf jeden Fall. Wer einen Werkvertrag abschließt, der kann nicht hinterher kommen, wenn festgestellt wird, das ist gar kein Werkvertrag, und mit der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung winken und sagen, ah ja gut, dann packe ich das alles schnell darunter. Weil das ist wirklich ein Schlupfloch, das müssen wir schließen. Und um das nochmal klarzustellen, also Werkverträge sind ganz normaler Bestandteil. Also jeder Auftrag an einen Handwerker ist ein Werkvertrag. Ne, und es geht uns einfach nur darum, den Missbrauch einzuschränken. Und wenn ich mir angucke, bestimmte Schlachthöfe, da frage ich mich, was haben die überhaupt noch für ein Geschäftsmodell, wenn die das Schlachten und Verpacken und was weiß ich nicht alles und viele andere Sachen, alles was drumherum passiert, in Werkverträgen vergeben. Also da wird deutlich, dass das Instrument missbraucht wird. Und wenn es ein Unternehmen gibt, was überhaupt kein Kerngeschäft mehr hat, sondern sich nur noch als leere Hülle präsentiert, dann kann das nicht in Ordnung sein. Das kann nicht das, was wir gesellschaftlich wollen. Herr Stracke, sehen Sie auch die Notwendigkeit, eben an diesem einen Punkt Schlupflöcher zu schließen? Ja, wir schauen uns das an. Und wenn da tatsächlich Schlupflöcher sind, dann müssen wir das tatsächlich im Sinne des Missbrauchs uns dann genau, das haben wir uns ja auch vorgenommen, uns anschauen. Und dann werden wir die Diskussion führen. Aber Sie sind sich noch nicht so ganz sicher, dass es die Schlupflöcher gibt, weil Sie jetzt sagen, wenn da Schlupflöcher sind. Also wie gesagt, alles was der Frage des tatsächlichen Missbrauchs angeht, und da sind wir in dem Bereich der Sanktionen, dann ist das etwas, was wir so etwas, was als Arbeitsüberlassung da ist, ist kein Werkvertrag und damit ist das, was passiert, rechtswidrig. Und dann muss man das auch an entsprechenden Folgen knüpfen. Ist doch selbstverständlich. Ich würde jetzt gern die Diskussion und die Möglichkeit, Fragen oder Kommentare zu geben, an das Publikum öffnen. Und hat jemand eine Frage, hat jemand eine Anmerkung? Und es wäre toll, wenn Sie sich vorstellen könnten, in der zweiten Reihe der Herr. Und wenn Sie vielleicht auch noch dazu sagen, an wen Sie die Frage richten. Hake vom BDU an Herrn Paschke. Und zwar, oder an alle, die Frage 1 ist, Sie hatten die Eingangsfrage erläutert mit dem Zeitablauf, wann ein Referentenentwurf kommen könnte. Gilt die Aussage 2015 auch für das BMA? Also wissen Sie auch, was Ihre Parteikollegin Frau Nahles plant? Und Frage B wäre auch eher an Herrn Paschke. Es gibt einen Referent oder einen Entwurf von den Professoren Brohrs und Schüren aus Münster-Osnabrück, den das Nordrhein-Westfalen auch sich zu eigen gemacht hat, der einen massiven Eingriff über 611, also den BGB-Paragraphen, vorsieht, dass alle Dienst- und Werkverträge mit einer Beweislastumkehr versehen werden, sobald eine Integration in den Betriebsablauf
unterstellt wird. Das kann IT sein, das kann ein Anwalt sein, der 3 Monate Dauermandat hat. Das ist sicherlich nicht mehr, was im Koalitionsvertrag niedergelegt ist, nämlich eine normale, sagen wir mal, Widerspiegelung der aktuellen Rechtslage. Und da wäre meine Frage, wie das in der Fraktion oder bei Ihnen gesehen wird. Ist dieser Entwurf diskutabel oder ist es wirklich eine Düsseldorfer Erfindung? Dann fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Der Gesetzentwurf, dem sind wir eben auch schon nachgespürt, wann der kommen könnte. Ja, ich bin da in sehr engem Kontakt mit meiner Ministerin. Und wir reden auch mit Ministerium jetzt schon so über die Punkte, die da Bestandteil sein müssen natürlich. Und ich habe mich auch verabredet mit meinem Partner bei der CDU, der für Werkverträge zuständig ist, dass wir uns demnächst zusammensetzen und mal ein bisschen Brainstorming machen, wo besteht Regelungsbedarf. Und das ist natürlich für Sie, würde ich das so werten als Zeichen, dass wir das jetzt auch anpacken. Die zweite Frage, ich kenne dieses Gutachten von NRW. Ich glaube, man muss sich das mal genau anschauen. Es hat einige interessante Lösungsbestandteile, ne, weil wir bei manchen Sachen halt auch noch diskutieren, wie kriegen wir denn den Missbrauch überhaupt eingefangen. Ne? Ich denke mal, das wird nicht so 1:1 in unserem Gesetzentwurf stehen, aber das eine oder andere Element könnte ich mir schon vorstellen. Es wäre vielleicht schön, wenn auch Sie noch eine Einschätzung zu diesem Thema Beweislastumkehr geben könnten. Was würde das bedeuten für die Unternehmen, für die Praxis? Also von Ihnen beiden vielleicht? Also halte ich überhaupt nicht für praktikabel. Man hat so ähnliche Ansätze ja auch in anderen Arbeitnehmerschutzrechten im AGG. Und wenn man die betriebliche Praxis sieht, dann kann es sehr leicht entstehen, dass auch aufgrund dessen, dass eben in der Tiefe die Unterscheidung nicht richtig nachvollzogen wird, gesagt wird, hier haben wir den Eindruck, dass hier tatsächlich etwas Unerlaubtes stattfinden würde. Und wenn das zur Beweislastumkehr führt, dann wäre da auf relativ schnellen Anlass hin ein ziemlich große Wirkung auf Seiten des Unternehmens zu erzielen, was Aktivitäten und Ähnliches angeht. Also ich halte das für komplett impraktikabel und halte es auch vor allen Dingen überhaupt nicht für notwendig. Wir haben eben alle Instrumentarien schon an der Hand. Wenn tatsächlich etwas umkippt von dem Werkvertrag in die unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung, dann wissen wir alle, erstens, es wird gegen das Unternehmen eine Gewinnabschöpfung pro festgestellter Arbeitsstunde pauschal mit 1 Euro festgelegt. Zweitens, die Geschäftsführung bekommt ein Bußgeldverfahren wegen mangelnder Überwachung. Drittens, die vor Ort Handelnden bekommen Bußgeldverfahren, weil sie hier eben die Rechtslage nicht beachtet haben und diesen Fehler begangen haben. Viertens, die Mitarbeiter sind dann unsere Mitarbeiter. Und ich kann Ihnen aus unserer Erfahrung jetzt, aber auch aus den Erfahrungen der Unternehmen, wo ich vorher tätig war, und des Verbandes, in dem ich war, sagen, davor hat natürlich jeder eine extrem hohe Angst, dass man seinen Headcount erhöht, indem die Fiktion des Arbeitsverhältnisses passiert. Also wir brauchen das alles überhaupt nicht. Ich habe in den 90er Jahren extrem viele Verfahren gehabt. Damals gab es eine Bearbeitungsstelle zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung bei den Arbeitsämtern. Die wurden aufgelöst. Bis dahin haben die in dem Bereich, in dem ich tätig war, alles durcheinander gerührt. Da gab es zig von Ermittlungsverfahren. Und man hat feststellen können, dass sehr schnell Vorsicht aufkam und man also nochmal geprüft hat, ist das, was wir tun, eigentlich richtig, um einfach sowas zu vermeiden. Klares Signal dafür, wenn die Überwachung intensiviert würde, haben wir genug Handhabung, um dagegen vorzugehen. Ist genau das Gleiche, dass wenn Sie nicht mehr Polizei bekommen, es auch keinen Sinn macht, jetzt die Strafen für Einbrüche zu erhöhen. Also da muss man ansetzen. Und ein Satz noch, dann bin ich fertig. Vor 2 Jahren gab es bei Frau von der Leyen im Bundesarbeitsministerium einen
eine eintägige Veranstaltung, wo alle dabei waren, ob das die Gewerkschaften, die Arbeitgeber waren, ob es die Rechtswissenschaft war, ob es der Schüren war, wer auch immer, die das Thema beleuchtet haben. In den ganzen Diskussionen hat sich gezeigt, dass man auch bei den Werkverträgen eigentlich überhaupt gar kein Datenmaterial hat. Man redet so daher und nimmt irgendwelche Dinge aus der Fleischbranche oder die Geschichte, die bei Ihnen in der Nähe in Ostfriesland auf der Meierwerft, glaube ich, passiert war, die ja auch schlimm genug war, aber nichts mit dem Werkvertrag zu tun hatte, als da diese Häuser abbrannten. Und das ist dann der Punkt. Ja, und wenn Sie sich dann noch, allerletzter Satz, angucken, dass der Bundesrat ja in der letzten Legislaturperiode schon einen Entwurf gemacht hat, einen grauenhaften Entwurf mit Zustimmungsrecht des Betriebsrats oder Zustimmungsverweigerungsrecht, da stand da auch nur drin, dass man solche Erkenntnisse, wie man sie hatte, aufgrund von Betriebsrätebefragung gemacht hat. Nichts gegen Betriebsräte, aber das ist natürlich auch ein bisschen einseitig. Also nochmal, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und ich meine, wir müssen überhaupt nichts ändern. Eine Philippika gegen die Beweislastumkehr. Möchte das jemand von der rechten Seite, hört ich eben zustimmendes Gemurmel, noch ergänzen? Ja, also von meiner Seite, es besteht kein gesetzlicher Handlungsbedarf. Auch in dieser Richtung nicht. Die Kriterien, wie ein Werkvertrag zu beurteilen, sind hinreichend bekannt, von der Rechtsprechung vielfach beurteilt. Da braucht man überhaupt nichts jetzt ins Gesetz hineinheben. Frau Franken? Haben Sie noch eine Ergänzung? Eigentlich nicht. Sie haben das so schön ausgeführt, Herr Vetter. Ich glaube, das Risiko ist so groß für den Unternehmer. Sie haben es ja ausgeführt, die Konsequenzen, dass sehr, sehr genau darauf geachtet wird, was die Werkvertragskonstruktionen angeht. Und ich störe mich sowieso ein bisschen in unserer Diskussion daran, dass wir nun das Wort Missbrauch extrem oft in den Mund nehmen hier. Aber wir sollten auch mal sehen, was Deutschland gewonnen hat mit diesen Flexibilisierungsinstrumenten, mit dem Werkvertrag, so wie er jetzt ist, wie er jetzt geregelt ist und mit der Arbeitnehmerüberlassung. Und es klingt ja jetzt hier aber fast schon so, dass jetzt hier der Markt voll ist mit Missbrauchsaktivitäten. Und da muss ich ehrlich sagen, das zweifle ich erheblich an. Wenn wir nicht diese Flexibilisierungsmöglichkeiten hätten, würden die Unternehmen vollkommen anders da stehen. Wir hätten eine ganz andere Arbeitslosigkeit. Wir hätten ein Riesenproblem mit dem Niedriglohnsektor. Ich weiß selbst, wovon ich spreche, was die Zeitarbeit angeht. Und wir hätten Themen, wie ein Unternehmen auf besonderes Know-how reagieren kann. Wir hätten auch das Thema, wie sichern wir die Stammbelegschaft. Das ist auch ein Thema. Also insofern weiß ich, dass ich ein bisschen abschweife, weil ich doch ein bisschen appellieren möchte, das Glas halb voll zu sehen und nicht so halb leer. Das ist in Ordnung, wobei Diskussionsrunden ja nie veranstaltet werden, wenn alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt eine Wortmeldung in der ersten Reihe. Mein Name ist Große Wilde vom BAP, Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister. Und zwar eine Frage an Herrn Paschke. Sie sprachen gerade oder haben gerade das Wort Missbrauchspotenzial in den Mund genommen im Zusammenhang mit dem Thema Werkverträge. Und das wollte ich gerne aufgreifen, denn Sie haben bis jetzt als einziges Beispiel, wo überhaupt Missbrauch aufgetreten ist, die Fleischwirtschaft genannt. Jetzt ist ja aber im Laufe dieses Jahres ein Mindestlohn eingeführt worden in der Fleischwirtschaft. Das heißt, über das Arbeitnehmerentsendegesetz ist jetzt eigentlich ausgeschlossen, dass so etwas, wie auch Sie gerade erwähnt haben, wie auf der Meyer-Papenburg-Werft sich wiederholt, ist dadurch erstmal ausgeschlossen. Zusätzlich werden wir ab dem 1. Januar nächsten Jahres sowieso den gesetzlichen Mindestlohn haben von 8,50 Euro. Und insofern stellt sich ja die Frage, ob dieses Missbrauchspotenzial, wie Sie es gerade genannt haben, überhaupt noch in der Form gegeben ist. Ist das nicht vielleicht auch ein weiterer Grund zu sagen, die Regulierung stellen wir etwas hinten an, wir warten noch damit und schauen vielleicht erstmal, ob es überhaupt noch notwendig ist? Ja, denn die Missbrauchsfälle, die aufgefallen sind, waren eben die in der Fleischwirtschaft und es besteht ja jetzt guter Grund dafür, dass es die weiterhin nicht mehr gibt. Zusätzlich ist auch gerade schon erwähnt worden, gibt es ja schon diese Sanktionsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wirklich der Fall auftritt, dass eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung getarnt ist als Werkvertrag, dann haben wir die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses mit dem Kundenbetrieb. Sprich also, warum zerbrechen sich im Prinzip die Politiker jetzt den Kopf darüber,
wie und ob man dieses Regularium neu regeln muss, wo, und jetzt möchte ich gerne eine interessante Zahl nennen, insgesamt die Zeitarbeit nur 2% ausmacht an der gesamten Beschäftigung in Deutschland. Ja, und darüber hinaus sollte man sich dann auch noch die Frage stellen, ist das AÜG das richtige Gesetz und die richtige Stelle, an der man Werkverträge generell neu regelt? Denn die Zeitarbeit ist im Prinzip sowieso nur ein kleiner Teil des Arbeitsmarktes und ein nur ganz geringer Teil der Zeitarbeitsunternehmen vergibt auch Werkverträge. Es gibt eine Studie der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, die geht davon aus, dass nur 9% ab und zu oder häufiger Werkverträge auch vergeben und weitere 18% allenfalls gelegentlich. Deswegen stellt sich für uns einfach die Frage, ob man überhaupt von einer Notwendigkeit sprechen kann. Also im Kern die Frage, ob sozusagen Lohndumping bei den Werkverträgen gar nicht mehr möglich ist, dadurch, dass wir den Mindestlohn ab 2015 bekommen. Nein, also der Mindestlohn regelt ja nicht alles, sondern es hat ja nur eine Lohnuntergrenze gesetzt. Also es wird auch weiter dieser Missbrauch möglich sein. Wobei, ich muss das auch nochmal klarstellen, nicht, dass wir da auf eine falsche Diskussionsebene kommen. Ne? Der Großteil der Vertragsbeziehungen ist in Ordnung. Um die geht es aber auch nicht. Sondern es geht nur um diejenigen, die wir regeln wollen, die das Instrumentarium missbrauchen. Ne? Und deswegen verstehe ich auch die große Aufregung nicht, weil die meisten, auch ich gehe mal davon aus, die hier sitzen, die sind davon so gut wie gar nicht betroffen, weil sie alle vernünftig damit umgehen, weil sonst würden sie nicht hier sein und sich mit dem Thema auch auseinandersetzen und beschäftigen. Ne? Sondern es geht darum, da wo Missbrauch getrieben wird, das zu. Ich habe, da haben Sie recht, nur die Fleischbranche als Beispiel bisher gebracht. Es gibt eine ganz interessante, glaube 40 oder 50 Seiten dicke Broschüre vom DGB in Bayern, der nachgewiesen hat, diese Fälle in allen möglichen Branchen. Ne? Also von der Nahrungsindustrie über Metallindustrie, in allen möglichen Bereichen. Aber das ist auch, glaube ich, ganz natürlich, dass es gibt überall schwarze Schafe. Ne? Und ich glaube, unsere Aufgabe als Politiker ist es auch, diejenigen, die unter diesen schwarzen Schafen zu leiden, die sich nicht selber da auch wehren können, die einfach zu schützen. Und dazu bedürfen wir Regeln. Und das heißt ja nicht, dass wir die Flexibilisierungsinstrumente, die wir haben, unmöglich machen, sondern das haben wir von vornherein gesagt. Sowohl die Zeitarbeit als auch Werkverträge sind wichtige Bestandteile. Das werden sie auch weiterhin bleiben. Aber ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, wenn wir demnächst ein paar schwarze Schafe weniger haben und viel mehr seriöse Unternehmen in den Branchen. Herr Stracke, an Sie würde ich diese Frage auch gerne nochmal richten. Sehen Sie möglicherweise eben das Vorhaben, die Werkverträge stärker zu regeln und Lohndumping zu verhindern, dadurch überholt, dass wir den Mindestlohn bekommen? Kann man das so argumentieren? Also entschärft sicherlich die eine, an der einen oder anderen Stelle die Debatte nochmals über dieses Thema. Aber ansonsten, ich sehe beim Werkvertragsrecht nicht die Notwendigkeit, muss mich da leider wiederholen, so viel jetzt hier regeln zu müssen, sondern die Dinge sind bereits alle so hinreichend klar und bekannt, dass ich hier keine Regelungsnotwendigkeit in diesen Bereichen erkennen kann. Sehen Sie Ihre Fragen ausreichend beantwortet oder wollen Sie noch mal was nachschieben? Ja, ich würde gerne noch was sagen. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt auch gar nicht noch weiter auf jeden einzelnen Punkt eingehen, sondern vielleicht noch eher eine Frage zur Zeitarbeit stellen. Es ist ja so, dass bekanntermaßen die SPD eher gewerkschaftsnah ist. Und es waren die Gewerkschaften, die noch dieses Jahr mit uns zwei Branchenzuschlagstarifverträge neu abgeschlossen haben. Das ist der Branchenzuschlagstarifvertrag für den Steinsalzbergbau und für die papiererzeugende Industrie. Die haben eine Laufzeit bis zur Mitte des Jahres 2019. Wenn man jetzt darüber diskutiert, dass Equal Pay nach 9 Monaten eingeführt wird,
dann ist damit klar, dass man damit ein bisher sehr gut funktionierendes Tarifvertragssystem, was sehr ausgeklügelt ist und was logischerweise von den Gewerkschaften mitgetragen und gewollt ist, aus der Welt kickt. Ja? Frage, warum? Man schafft sich damit neben einem Eingriff in die Tarifautonomie auch das bürokratische Problem, dass man sich dann fragen muss, was machen wir denn nach 9 Monaten? Bisher ist ganz klar, der Zeitarbeitnehmer bekommt einen Grundlohn und den entsprechenden Branchenzuschlag. Wenn man dann sagt, nach 9 Monaten muss sich das ausrichten am Entgelt eines vergleichbaren Stammmitarbeiters, haben wir ein Riesenproblem. Denn dann muss erstmal herausgefunden werden, wer ist das? Muss das auch ein Mann sein? Muss das auch eine Frau sein? Muss der gleich alt sein? Muss der die gleiche Ausbildung haben? Muss er die gleiche Tätigkeit ausüben? Und zudem müssten die Betriebe dazu verpflichtet werden, ihre eigentlich ja zur Geheimhaltung oftmals gewollten Daten preiszugeben. Bisher müssen sie nur den Zeitarbeitnehmern Auskunft geben, aber das Zeitarbeitsunternehmen bezahlt ja den Zeitarbeitnehmer. Das heißt, neben einem Eingriff in die Tarifautonomie würde das in der Praxis extrem schwierig werden, das umzusetzen. Also ich kenne jetzt die beiden von Ihnen zuletzt genannten Tarifverträge nicht, ob die andere Regelungen vorsehen. Ich habe mir die bestehenden Tarifverträge mal angeschaut, Branchenzuschläge vorsehen. Die meisten davon haben nach 9 Monaten dieses Ziel des gleichen Entgeltes erreicht. Ne? Und von daher sehe ich in der Praxis überhaupt nicht das große Problem. Nochmal vorhin eine Frage. Sie sagten, warum wir Werkverträge zusammen mit Leiharbeit regeln wollen. Über das AÖG, das wollen wir nicht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die werden auch nicht in einem Gesetz vermischt. Ne, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil das macht einfach keinen Sinn. Ne? Und aber nochmal, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben bei der Dauer vereinbart, dass wir Öffnungsklauseln haben. Ne? Dass die Tarifvertragsparteien was vereinbaren können. Wir werden natürlich auch, oder könnte ich mir vorstellen, natürlich auch, kann man so nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auch da, wie überall, die Möglichkeit haben, dass natürlich die Tarifvertragsparteien andere Regelungen abschließen können. Sie dürfen nur nicht schlechter werden. Ne? Das ist ja immer der Grundsatz, den wir haben. Ne? Es gibt eine gesetzliche Regelung und dann kann übergesetzlich, also tariflich und etc., kann immer was Besseres vereinbart werden. Das ist genau wie beim Urlaub. Ne? Wir haben 4 Wochen nach dem Bundesurlaubsgesetz, ne? Und in den meisten Tarifverträgen stehen 6 Wochen drin oder Staffeln, die dahin führen. Und das ist natürlich auch in der Zeitarbeit möglich. Also da werden wir auch einen Teufel tun, in die Tarifautonomie eingreifen. Dann möchte ich gerne fragen, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Da hinten in der, ich glaube, 5. Reihe sehe ich einen Herrn. Friedrich, Firma ISS aus Potsdam. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, dass es Unternehmen gibt, die missbräuchliche Werkverträge generieren oder durchführen. Ich war letztens in einem öffentlichen Krankenhaus hier ganz in der Nähe. Träger ist die Stadt Potsdam. Und da musste ich feststellen, dass viele Kerntätigkeiten in einem öffentlichen geförderten Krankenhaus, wie auch immer, bereits ausgelagert sind. Der Betriebsrat aufruft, diese Auslagerung doch zu stoppen. Und wenn ich immer höre, dass es die Unternehmen gibt, die man regulieren muss, dass es viele Unternehmen gibt, die missbräuchlich da unterwegs sind, dann frage ich mich natürlich, warum der Gesetzgeber, das Land Brandenburg oder wie auch immer selbst in den eigenen Reihen diesen Missbrauch betreibt und dann mit dem Finger auf die Unternehmen zeigt. Wie stellen Sie denn sicher, dass auch in den öffentlichen Einrichtungen, Ämtern, in den Landesregierungen diese Dinge sichergestellt werden? Richtet eine Frage an Herrn Paschke und an Herrn Stracke wahrscheinlich, ne? Ja. Herr Stracke, wollen Sie anfangen? Ja?
Also, ist die öffentliche Hand nicht besser als die Unternehmen? Die öffentliche Hand sollte immer mit gutem Beispiel vorangehen. Also von daher, aber die Debatte bei Kliniken ist ja eine, die natürlich auch gekennzeichnet ist von einer Unterfinanzierung. Sie wissen alle, dass hier derzeit ja auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe tagt, um sich der Fragen anzunehmen, wie gehen wir denn mit unseren Krankenhäusern in Zukunft tatsächlich um und welche finanziellen Ressourcen müssen wir da auch zur Verfügung stellen. Also von daher kann ich das durchaus verstehen, dass das ein oder andere Krankenhaus hier nach Entlastungen versucht und sucht, allerdings nicht auf Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Herr Paschke? Ja, also dem kann ich mich voll anschließen, weil wir werden kein Gesetz machen, was für die öffentliche Hand nicht gilt. Ne? Also die werden sich da genauso dran halten müssen. Wir haben leider immer wieder das Problem, dass auch im öffentlichen Dienst die bestehenden Gesetze ausgereizt werden. Aber das hat, wie mein Kollege auch schon sagt, natürlich auch mit der finanziellen Situation von Kommunen, von Städten, von Krankenhäusern etc. zu tun. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da genauso Handlungsbedarf. Es sind nicht nur Unternehmen der Privatwirtschaft, die diesen Missbrauch betreiben. Also da haben wir auch, kann ich ein paar Beispiele sagen, auch von Urteilen. Das sind nicht nur Unternehmen aus der Privatwirtschaft, sondern auch öffentlich-rechtliche oder andere ähnliche Unternehmen. Dann frage ich nochmal die Praktiker, Frau Franken. Herr Vetter, ist die öffentliche Hand aus Ihrer Sicht nicht besser als Unternehmen oder nicht schlechter als Unternehmen? Ja, also es stimmt natürlich, das, was für die Unternehmen gilt, sollte auch für die öffentliche Hand gelten. Und wir stellen fest, dass das wirklich absolut nicht der Fall manchmal ist, dass wir uns fragen, wie kann das denn eigentlich sein, dass eine öffentliche Hand etwas macht, was uns als Unternehmen eigentlich vorgeworfen wird. Und insofern sollte man da sicher dann auch hinkommen. Da gehe ich auch aus, wenn man etwas regelt, dass da keine Ausnahmen passieren, sondern dass das dann auch für die öffentliche Hand gilt. Ich möchte ein Thema trotzdem noch mal eben ansprechen. Das ist das Thema Equal Pay, Herr Paschke und auch vielleicht Herr Stracke. Ich möchte noch mal appellieren daran, diese Branchenzuschlagstarifverträge, 11 an der Zahl, die wir jetzt da abgeschlossen haben mit den Sozialpartnern, die nicht zu entwerten und Öffnungsmöglichkeiten zuzulassen für das Thema Equal Pay. In dem Sinne wäre jetzt mal mein Vorschlag ein bisschen gewagt, wenn es Branchenzuschlagstarifverträge gibt, die auch anzuerkennen und damit eine Öffnung zu ermöglichen und damit das Equal Pay-Thema auch dann abgefrühstückt zu haben. Ansonsten frage ich mich, warum haben wir das überhaupt alles gemacht? In mühevoller Arbeit, in Stufen, wo die Mitarbeiter also sich erheblich annähern an die, fast erreichen, es sind ja manchmal kleine Abweichungen noch in dem Tarifvertrag. Warum haben wir es überhaupt gemacht? Also mein Appell an die Politik ist, wenn wir über den Koalitionsvertrag sprechen, doch hinzuschauen, was gerade in der Zeitarbeit gemacht wird. Auch das wird Auswirkungen haben auf die Unternehmen. Die werden ihr Bestellverhalten überdenken. Die Zeitarbeit ist jetzt schon extrem teuer geworden. Wir haben schon sehr lange eine Lohnuntergrenze, einen Mindestlohn in der Zeitarbeit. Wir werden den auch 2016 im Osten haben. Wir haben den jetzt im Westen. Wir haben die Branchenzuschlagstarifverträge. Also wenn Sie die nicht entwerten wollen, dann müssen Sie die eigentlich aus meiner Sicht auch akzeptieren und als eine Öffnung für dieses Thema möglich machen. Also ich kann im Übrigen den Vorschlag des Kollegen Paschke nur begrüßen. Und wenn wir hier tatsächlich eine Öffnung auch für tarifvertragliche Lösungen auf den Weg bringen, dann ist das nur gut. Ja, wobei, um das auch nochmal klarzustellen, hat, glaube ich, die Erfahrung gezeigt, gerade in dieser Branche, dass es keine Öffnung nach unten geben kann. Und das ist, glaube ich, auch nicht in ihrem Sinne, weil das würde ja genau wieder dazu führen, dass diese Image-Diskussion immer weitergeht. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass die Zeitarbeit aus dem Schmuddel-Image, was ja immer noch teilweise hat, rauskommt, dann muss man da auch wirklich mal gemeinsam offensiv nach vorne schreiten und kann nicht immer wieder fordern, wir wollen wieder was absenken. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, Herr Paschke. Es muss Öffnungen geben, aber es darf keine nach unten geben, weil ich glaube, eine Untergrenze ist da ganz wichtig. Ja, Branchenzuschläge senken sich nicht nach unten, die gehen nach oben. Herr Vetter. Ja, also
Was den öffentlichen Dienst angeht, kann man die schöne Anekdote beisteuern. Damals, als es eben diese Bearbeitungsstellen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung bei den Arbeitsämtern gab, wurden die dann auch zu einem Einsatz gerufen, weil man festgestellt hat, da sind die Dinge komplett schief gelaufen. Wo war der Einsatz? Beim Arbeitsamt, Baustelle Neubau. Nein, aber mir liegt noch daran, dass man vielleicht eins noch mal erwähnen sollte. Sie haben ja eben gesagt, eigentlich verstünden Sie bei den Werkverträgen gar nicht, wo hier diese Aufgeregtheit käme, denn alle seien ja doch davon überzeugt und auch die Regierungskoalition sei davon überzeugt, dass man diese Verträge bestehen lassen müsse. Das ist eine gute Aussage, aber der Koalitionsvertrag ist eben so ein bisschen kryptisch geschrieben, denn was Sie am Anfang gesagt haben, dass die Informationsrechte der Betriebsräte gestärkt werden müssten, das steht ja da auch so drin, aber es steht ja nicht nur das drin. Und aus den weiteren Satzteilen, die sich beziehen, Sie haben das wahrscheinlich gerade da, auf die Stärkung der Rechte des Betriebsrats, kann man eben im Grunde genommen ableiten oder kann man zumindest reinlesen, dass eben auch daran gedacht ist, jetzt doch Zustimmungsrechte oder Zustimmungsverweigerungsrechte einzubauen. Und ich hoffe nicht, dass das intendiert ist. Nach dem Abschluss des Koalitionsvertrages hieß es ja eigentlich auch, dass dieses alte Vorschlagsmodell des Paragraphen 99a Betriebsverfassungsgesetz, mit dem dem Betriebsrat eben das Zustimmungsverweigerungsrecht bei der Einführung von Werkverträgen gegeben werden sollte, nicht übernommen wurde. Aber es ist so kryptisch formuliert, dass man nicht weiß, ob das nicht durch die Hintertür kommt. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was andeuten. Das wäre also die absolute Riesenkatastrophe. Wenn ich mir vorstelle, wie das ja auch bei anderen personellen Maßnahmen der Fall ist, Sie liegen mit dem Betriebsrat im Clinch, man hat unterschiedliche Auffassungen. Sie dürfen die Einstellung nicht durchführen, ohne zum Arbeitsgericht zu gehen und um Zustimmung zu bitten. Dann hätten wir den ersten Fall, dass ein Arbeitsrichter sich jetzt überlegen darf, ob der Abschluss von Werkverträgen für die Unternehmen in Ordnung ist oder nicht. Das heißt, wir hätten zum ersten Mal im Grunde genommen eine harte Überprüfung einer unternehmerischen Entscheidung. Noch schlimmer wäre es, wenn die Einigungsstelle dran wäre. Also nur noch mal, meine Frage ist, was verbirgt sich hinter diesen etwas weichen Formulierungen bezüglich der Rechte des Betriebsrats bei Werkverträgen? Wie viel Macht sollen Sie bekommen, die Betriebsräte? Also da ist doch noch eine völlig offene Diskussion. Da haben wir ja noch nicht mal richtig angefangen zu diskutieren. Aber so wie Sie vorhin auch immer gesagt haben, es macht keinen Sinn, ein Gesetz zu machen, was man nicht kontrolliert. So macht es auch keinen Sinn, jemandem ein Recht zu geben, was er nicht durchsetzen kann. Ne? Also da muss, glaube ich, schon, und in welcher Form und in welcher Schärfe, da werden wir halt einfach nochmal drüber diskutieren müssen. Aber es macht keinen Sinn, jemandem ein Recht zu geben, was er verpufft, wenn es nicht eingehalten wird. Ne? Also ich sage, wir haben aber, um das auch nochmal klarzustellen, von Informationsrechten gesprochen. Wir haben nicht von Mitbestimmungsrechten gesprochen. Aber es muss nach meiner Ansicht, diese Position vertrete ich, schon eine Konsequenz haben, wenn diese Informationsrechte nicht eingehalten werden. So rumgesehen. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt, Herr Starke, wollten Sie auch noch was dazu also sagen? Informationsrechte, und dann haben wir noch eine Informationsrechte sind benannt, aber Ihre Befürchtung, die Sie formuliert haben, hier sehe ich überhaupt keinen Weg hin, dass durch die Hintertür genau das eintreten sollte, was Sie formuliert haben. Das werden wir sicherlich nicht mitmachen. Mit der Bitte um eine kurze Frage gebe ich Ihnen gerne noch mal das Wort. Ja, ich fasse mich kurz. Ich habe auch keine direkte Frage mehr, vielleicht einfach nur noch einen Hinweis. Und zwar jetzt nicht mehr zum Thema Werkverträge, sondern zum Thema Zeitarbeit und der geplanten Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Sie haben vorhin, Herr Paschke, einmal das Wort Betriebsräte kurz aufgegriffen und mehr oder weniger den Eindruck entstehen lassen, dass es gute und schlechte Unternehmen gibt, nämlich mit Betriebsräten und ohne Betriebsräte. Bei dem Punkt ist einfach vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass gerade zum Thema Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten die Betriebsräte an das Arbeitsministerium rangetreten sind und gesagt haben, bitte seht ein, es gibt bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern, deren Rechte beschneidet ihr mit dieser Regelung. Der Schutzzweck, der eigentlich gewollt ist von dieser Regelung, nämlich den armen kleinen Helfer vielleicht in der Entgeltgruppe 1 zu schützen, dass der auf immer und ewig dort arbeitet und dort nicht wegkommt, der trifft nicht auf alle
Teilzeitarbeitnehmer zu. Es gibt sehr viele Personengruppen, die würden selbst sehr gerne länger arbeiten als 18 Monate in der Zeitarbeit. Und es stimmt, diese durchschnittliche Überlastungsdauer liegt bei 9 Monaten. Aber gerade wenn man sich überlegt, dass in der Zeitarbeit extrem viel weiter qualifiziert wird, weitergebildet wird und es viele Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit gibt, dann muss man sich einfach klar darüber sein, all diese Maßnahmen würden beschnitten werden, wenn die Höchstüberlastungsdauer in dem Fall gekappt ist. Herr Paschke, mit einer kurzen Antwort. Ja, manchmal habe ich ja auch das Gefühl, man will mich da ein bisschen missverstehen, weil Sie haben eben so ein paar Sachen gesagt, die habe ich so gar nicht gesagt. Aber es wird schon so sein, dass wir da Wert drauf legen, dass es diese Höchstüberlastungsdauer gibt. Wie gesagt, und wenn es in einzelnen Branchen, und das kann ja nur einzelne Branchen sein, einen Bedarf gibt, was anderes zu regeln, dann können das die Tarifvertragsparteien. Und ich habe auch nicht gesagt, es gibt gute und schlechte Unternehmen mit und ohne Betriebsrat. Es gibt in der Zeitarbeitsbranche, kann ich Ihnen sagen, 2 Unternehmen, die Betriebsrat haben. Das ist Randstad und das ist Staatszeitarbeit. Ne, das sind die einzigen. Ne, also mag sein, würde ich die gerne kennenlernen, wenn es noch mehr gibt. Aber ja. Noch ein drittes, gut. Wir steuern jetzt auf... Aber wir haben, um mal die Größenordnung zu sagen, wir haben über 15.000 Unternehmen, die ausschließlich Zeitarbeit machen und noch etliche Tausend, die das auch nebenbei machen. Ne? Also das ist überhaupt kein Verhältnis. Und es geht um die Frage, ist ein Gremium da, was überhaupt Mitbestimmung ausüben kann oder nicht? Ne? Und in den Unternehmen, wo es keinen... Heißt nicht, dass sie per se schlecht sind, aber wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann gibt es kein Gremium, was mitbestimmen kann. Ne? Also müssen wir da eine Regelung finden, dass auch da die Arbeitnehmer einen gewissen Schutz genießen. Manches kann man sicherlich gleich nach Abschluss der Diskussion hier oben noch weiter diskutieren, unter 4 Augen oder unter 6 Augen. Wir steuern auf 8 Uhr zu und Frau Franken hatte mir gesagt, dass sie pünktlich weg muss. Ich habe zum Schluss noch eine Bitte eine kurze persönliche Frage. Stellen Sie sich vor, Ihr Neffe ruft Sie an und sagt, also der hat Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu finden und hat jetzt das Angebot, über Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt hineinzugehen. Wie würden Sie ihn beraten, Herr Stracke? Bitte um kurze Antwort. Ich würde ihm sagen, ja, nimm dieses Angebot an und versuche hier dich gut in dieser Art und Weise zu betätigen und auch die Weiterbildung nicht aus dem Blick zu lassen. Und insofern würde ich ihm raten, ja, nehme es an. Frau Franken. Also mein Neffe hat das gemacht. Und gute Erfahrung. Also ich habe ihm geraten, das zu tun, weil er lernt viele Unternehmen kennen, lernt viele Branchen kennenlernen und er hat da eine hervorragende Arbeit auch machen dürfen und später als Student immer wieder zurückgedurft. Mhm. Herr Vetter? Das sehe ich genauso. Ich würde es allerdings meinen Cousinen sagen müssen. Neffen gibt es nicht. Herr Paschke? Ja, also sogar mein Sohn hat das gemacht. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Ich habe ihm nur gesagt, schau dir genau an, zu welcher Firma du gehst. Gut, dann haben wir zum Schluss irgendwie den Beweis erbracht, dass Zeitarbeit nicht IGIT ist. Und dann bedanke ich mich recht herzlich hier bei dem Podium und wünsche noch einen schönen Abend. Danke.